Wir bestätigen, er ist der Herrscher und er ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und das ist eigentlich, das ist angeboren, dass alle Menschen bestätigen, dass sie einen einzigen Gott haben. Alle Menschen haben das, alle Geschöpfe haben das. Und sie erwähnen diesen Gott. Und deshalb, wenn man in Not ist, dann springt man mit diesem Wort, oh Gott. Oder Hilfe Gott, wenn man auf dem Meer ist und wenn man im Himmel ist, wenn man fliegt und da hat man Notsituation, dann verlangt man von dem Allstarken, Allgrößten, dann verlangt man Hilfe vom Gott. Und das ist Tawhid al-Rububiyya, die Einzigkeit Allah in seiner Gottheit und in seiner Herrschaft. Dann haben wir Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Das bedeutet die Namen Allahs und seine Attribute, dass Allah einzig ist in seinen Namen und Attribute. Allah hat die schönsten Namen. Er ist der Allhörende, Allsehende, Allliebende, Allgrößte. Er ist majestätisch, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat Attribute, Eigenschaften, die sind vollkommen. Keiner hat diese Attribute außer Allah. Er hat das Wissen und die Barmherzigkeit. Er hat das Gehör und das Sehen. Er hat diese Eigenschaften. Und man darf nicht vergleichen mit Menschen, weil Allah Allah ist und die Menschen sind. Die Menschen haben ihre Eigenschaften und Allah hat seine Eigenschaften. Und wenn ein Wort das gleiche ist, aber die Bedeutung und der Sinn sind nicht gleich, mit Allah dürfen wir keinen vergleichen. Allah ist über uns. Ist über uns, über seinen Thron und er sieht uns und er weiß, was wir tun. Und Allah ist so, wie er immer war, subhanahu wa ta'ala. Er ist nicht in uns und er inkarniert nicht in Menschen und die Menschen inkarnieren nicht in Allah. Allah ist nicht alles und alles ist nicht Allah. Allah ist nicht überall, aber Allah sieht uns überall und Allah weiß, was wir tun. Allah hat die schönsten Namen und die vollkommenen Attribute. Man muss so glauben, dass wir erstmal den Sinn bestätigen von seinen Namen und Attributen mit Lobpreisen. Wenn wir nach wie gefragt werden, Allah als Barmherzigkeit hat uns das verborgen, weil wir das nicht begreifen können. Und wenn ein Name oder ein Attribut in einen Text kommt, dann bestätigen wir die allgemeine Bedeutung vom Text oder vom Namen. Und die dritte Art ist, Kategorie von Tawhid, von Einzigkeit Allahs, ist die Einzigkeit Allah in der Anbetung. Und das ist der Sinn der Schöpfung. Das heißt, unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Worte, innerlich und äußerlich, die wir an Allah richten, die wir für Allah tun, mit Aufrichtigkeit im Glauben. Das heißt, wenn wir beten, dann beten wir zu Allah. Und wenn wir bitten, dann bitten wir Allah. Wenn wir Hilfe suchen, dann suchen wir bei Allah. Und wenn wir auf jemanden vertrauen, dann vertrauen wir auf Allah. Wir brauchen keinen Vermittler. Und wir brauchen keine Zwischenstufe zwischen uns und Allah. Wir brauchen keine Verstorbene. Und wir brauchen keine Bäume, wir brauchen keine Menschen. Unsere Beziehung zu unserem Schöpfer ist direkte Beziehung. Und das ist die Anbetung. Das ist die Anbetung. Das heißt, dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala alles Gute tun. Und was verboten ist, verlassen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir Geduld zeigen, dann beten wir Allah an. Und wenn wir die Muslime lieben, dann praktizieren wir die Anbetung an Allah. Und wenn wir Bittgebet verrichten, dann machen wir die Anbetung und praktizieren wir die Anbetung. Und keiner ist zwischen uns und Allah. Weder Götzen noch Menschen, weder Propheten noch Bäume, weder Steine noch Statue. Wir haben direkte Beziehung zu Allah. Und das macht uns frei. Das macht uns frei im Leben und das macht uns stark in unserem Glauben. Aber wir müssen diesen Glauben nicht nur lesen oder sagen,
sondern wir müssen diesen Glauben richtig praktizieren und danach leben. Und wenn wir das machen, wenn wir das verrichten, wenn wir das praktizieren im Leben, dann müssen wir sicher sein, dass unser Leben besser wird und dass wir den Sinn des Lebens endlich erreicht haben.